Herr Füsers hat sich, glaube ich, auch kurzfristig, relativ kurzfristig, entschieden, an dieser Versammlung teilzunehmen und eben auch seine Gedanken vorzutragen. Er ist, wie Sie sehen, im Vorstand des Hamburger Netzwerk Grundeinkommen und Ratsmitglied des Netzwerks Grundeinkommen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auf nationaler Ebene. Ne? Gerade habe ich auch noch, das müssen Sie jetzt einfach erzählen, weil ich das, sagte, ich sollte mich nicht versprechen, wie die Taz es geschrieben hätte. Es geht hier nicht um Grundeigentum, Netzwerk e.V., sondern es geht eben wirklich um ein Grundeinkommen, um es nochmal klarzustellen. So, ich würde jetzt sagen, Sie, denn wir haben ja nicht so lange Zeit, ne? Sie fangen an und danach haben Sie die Möglichkeit zu fragen. Vielleicht nehmen Sie das, wechseln das aus. Hallo? Ja. Ja, liebe Humanistinnen, liebe Humanisten, ich darf Ihnen heute das Thema Grundeinkommen vorstellen und bin mir relativ sicher, dass viele von Ihnen wahrscheinlich das Thema auf dem Humanistentag nicht erwartet hätten, einfach weil Sie das bisher noch nicht als humanistisches Thema wahrgenommen haben. Und entsprechend sind Sie wahrscheinlich auch überrascht von der Präsenz vom Netzwerk Grundeinkommen, wie die Taz es ja offensichtlich auch war. Und ich möchte Ihnen heute die Verknüpfung sozusagen des Themas Grundeinkommen zum Humanismus darstellen und möchte Sie fragen, wird der Mensch erst Mensch, weil er arbeitet? Und damit möchte ich letztlich weiter fragen, ob der Humanismus und damit auch die säkuläre Gesellschaft weiterhin bereit sein wollen, eine protestantisch orientierte Arbeitsethik und Leistungsethik so bedingungslos zu akzeptieren, wie das momentan in der Gesellschaft stattfindet. Ich kann vorwegnehmen, es gibt viele Gründe, warum man das nicht tun sollte und ich hoffe, dass Sie mir auch am Ende des Vortrages zustimmen werden, dass wir uns über eine protestantische Arbeitsethik hinwegsetzen sollten und uns mit dem bedingungslosen Grundeinkommen neue ethische Maßstäbe für unsere Gesellschaft setzen sollten. Worum geht es bei einem bedingungslosen Grundeinkommen? Grundsätzlich geht es darum, wie der Name auch bereits sagt, dass jeder Mensch grundsätzlich ein garantiertes Einkommen aus der Wirtschafts- und Vermögenskraft der Gemeinschaft erhalten soll. Und dabei soll ein bedingungsloses Grundeinkommen vier Grundsätzen entsprechen. Einmal soll es individuell als Rechtsanspruch ausgezahlt werden. Dann soll es die soziokulturelle Existenz der Menschen sichern. Es soll ohne Bedarfs- und Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden und auch ohne Gegenleistung, wie zum Beispiel die Arbeit, was heute letztlich der Fall ist. Ja, warum soll das so sein, ist in diesem Zusammenhang durchaus eine berechtigte Frage und ich möchte sie mit einem Humanisten beantworten, Erich Fromm. Der hat 1966 in einem Text psychologische Aspekte eines garantierten Einkommens geschrieben. Das garantierte Einkommen würde nicht nur aus dem Schlagwort Freiheit eine Realität machen, es würde auch ein tief in der religiösen und humanistischen Tradition des Westens verwurzeltes Prinzip bestätigen, nämlich dass der Mensch unter allen Umständen das Recht hat zu leben. Und dieses Recht auf Leben, Nahrung und Unterkunft, auf medizinische Versorgung, Bildung und so weiter, ist ein dem Menschen angeborenes Recht, das unter keinen Umständen eingeschränkt werden darf, nicht einmal im Hinblick darauf, ob der Betreffende für die Gesellschaft von Nutzen ist. Hier kann man schon erkennen, wie weitreichend das Thema in der Gesellschaft ist. Fromm möchte letztlich anerkannte Menschenrechte auf Leben, Nahrung, Unterkunft, Bildung etc. durch ein garantiertes Einkommen erreichen. Das bedeutet letztlich in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht weniger, als dass durch die Bedingungslosigkeit im Politischen erstmals die sozialen Menschenrechte vollständig und für jeden Menschen umgesetzt werden. Die sich anschließenden Fragen sind offensichtlich: Warum sind wir in unserer Gesellschaft noch nicht so weit? Also warum knüpfen wir die Lebensgrundlage in unserer Gesellschaft an die Willigkeit zu arbeiten? Wir haben uns schließlich den Menschenrechten international verpflichtet und wir kritisieren auch häufig genug andere Gesellschaften hinsichtlich der Menschenrechte. Die Antwort auf die Frage, warum wir noch nicht so weit sind, die findet sich im Kapitalismus selber und dort in der protestantischen Ethik. Max Weber, einer der großen Soziologen unserer Zeit und mit dem Werk von Max Weber, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, hat er wahrscheinlich das wichtigste Werk in der Religionssoziologie beigetragen und er macht relativ deutlich, warum die Arbeit
in unserer Gesellschaft nur auf protestantischen Grundlagen beruht. Weber schreibt, dass der Beruf bzw. die Arbeit sei auf Grundlage der calvinistisch-lutherisch geprägten protestantischen Ethik eine Verpflichtung, und zwar vor Gott, die der Einzelne empfinden soll und empfindet gegenüber dem Inhalt seiner beruflichen Tätigkeit. Gleich viel, worin sie besteht, gleich viel insbesondere, ob sie dem unbefangenen Empfinden als reine Verwertung seiner Arbeitskraft oder gar nur seines Sachgüterbesitzes als Kapital erscheinen muss. Max Weber macht also deutlich, dass hier der Beruf sich als absoluter Selbstzweck darstellt. Und das steht im völligen Gegensatz zur vorkapitalistischen traditionalen Gesellschaft, denn in der vorkapitalistischen Gesellschaft war der Bedarf der Menschen der Zweck für unsere Gesellschaft und die Arbeit war lediglich Mittel dazu, diesen Bedarf zu erfüllen. Und da wurde auch darauf geachtet, dass ein möglichst minimaler Einsatz von Leistungen dazu in Anspruch genommen werden sollte, diesen Bedarf zu erfüllen und nicht, dass die Arbeit selbst als Selbstzweck sozusagen hochgehalten wird. Wir können also festhalten, dass die protestantische Ethik die Arbeit zum Selbstzweck erhoben hat, sozusagen arbeiten, um vor Gott gut zu sein. Zur Verdeutlichung dieser absurden Vorstellung noch mal ein kurzes Zitat von einem Geistlichen selber aus dem 18. Jahrhundert. Johann Kaspar Lahrvater, der hat in seinem Werk Aussichten für die Ewigkeit geschrieben, selbst im Himmel können wir ohne eine Beschäftigung nicht gesegnet sein. Also er hat sozusagen absurderweise die Verpflichtung zu arbeiten so über den Tod hinausgestellt und meint auch nach dem Tod würde da noch eine zentrale Bedeutung drin liegen. Ja, was sind die Auswirkungen dieses religiösen Arbeitsethos in unserer Gesellschaft? Wir sind zu einer Arbeitsgesellschaft geworden. Denn wir haben diesen Arbeitsethos, der aus dem Protestantismus herrührt, längst in unserem säkularen System derart verankert und institutionalisiert, dass wir da sozusagen schwierig rauskommen. Ich kann in diesem Zusammenhang vielleicht kurz auf einen Dokumentarfilm hinweisen, der jetzt in den Kinos momentan anläuft. Der heißt Frohes Schaffen. Und in diesem Film beschreibt Konstantin Fegel, der Regisseur, die Arbeit gar als säkuläre Ersatzreligion selbst. Also er fordert die Senkung der Arbeitsmoral in dem Film und die Premiere findet am 7.5. nächsten Dienstag im Abaton hier in Hamburg statt und anschließend wird es auch eine Diskussion zu dem Thema mit dem Regisseur und mit einem Vertreter vom Hamburger Netzwerk Grundeinkommen geben. Was macht diese Arbeitsgesellschaft mit uns und wo ist das Problem? Hannah Arendt hat es 1958 bereits in ihrem Werk Vita Activa herausgestellt. Sie schreibt in Bezug auf eine Arbeitsgesellschaft, was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Gesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? Also der Arbeitsethos hat dazu geführt, dass Menschen ihre Arbeit als alternativlos betrachten, und das in einer Gesellschaft, wo nur ca. 40% der Menschen wirklich in Erwerbsarbeit stehen und wirklich mit Erwerbsarbeit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. 60% machen das momentan nicht. Die Aussicht, die Hannah Arendt beschrieben hat, die ist auch sozusagen offensichtlich schlimmer geworden in unserer Gesellschaft. Wir haben hier ein Schaubild, wo sie mit der dunklen schwarzen Kurve, die sich am Ende steil nach unten bewegt, das Arbeitsvolumen unserer Gesellschaft sehen. Bereits 1860 hat das Arbeitsvolumen in der Gesellschaft sozusagen eine Sättigung erreicht und ist seitdem dramatisch gefallen. Also bis 1860 war dieser religiös motivierte Arbeitsethos kein großes Problem, denn er war wirtschaftlich profitabel, aber im Anschluss daran gab es eigentlich keinen Grund mehr, sich diesem wirtschaftlichen Arbeitsethos zunutze zu machen und wir müssten eigentlich seit 1860 uns längst wieder der Frage widmen, wie wir die Bedürfnisse der Menschen erfüllen können, also sozusagen das, was auch in den vorkapitalistischen Lebensweisen im Mittelpunkt einer Gesellschaft oder eines rational orientierten Wirtschaftssystems stand. Die Produktion selber ist in unserer Gesellschaft letztlich kein großes Problem mehr, da sie inzwischen wesentlich stärker von den Maschinen abhängt als von menschlicher Arbeitskraft. Das kann man auch deutlich erkennen, wenn man sich die andere Kurve auf diesem Schaubild anschaut, die steil nach oben geht, also die ganz oben mit den kleinen Quadraten. Das ist der Kapitalstock unserer Gesellschaft. Und der Kapitalstock unserer Gesellschaft ist letztlich das, was in Maschinen investiert wird. Und diese Maschinen sind letztlich das, was
unsere Produktion, also unsere Güter herstellt. Das kann man auch erkennen, wenn man sich die Wertschöpfung ansieht, was die letzte mittlere Kurve darstellt zum Ende hin. Und diese Wertschöpfung orientiert sich wesentlich stärker an dem Kapitalstock, den wir in unserer Gesellschaft aufbauen, als an dem Arbeitsvolumen, wie viel die Menschen in unserer Gesellschaft arbeiten. Ja, Hannah Arendt hat also letztlich deutlich gemacht, dass der Produktionsfaktor Arbeit in der Tendenz immer irrelevanter wird. Und ja, leider ist es so, dass das in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Ralf Dahrendorf hat 1978 einen Zeitartikel bereits verfasst. Es war in der Zeit, als die Gewerkschaften gerade relativ stark geworden sind in Deutschland. Und er hat sozusagen dieses Ausgehen der Arbeit von Hannah Arendt aufgenommen. Und genau, und beschrieben sozusagen, dass sich die gesamte Verteilung in unserer Gesellschaft an der Erzeugnisse am Faktor Arbeit orientiert. Ralf Dahrendorf beschreibt 1978, es gibt große gesellschaftliche Gruppen, die ihr Geld nicht direkt aus Arbeit beziehen, Rentner, Studenten und andere Arbeitslose. Zeit, die nicht mit Arbeit zugebracht wird, aber dennoch auf Arbeit bezogen bleibt. Also Bildung sozusagen als Vorbereitung auf die Arbeit, Ferien als Erholung von der Arbeit etc. etc. Gleichzeitig stellt er fest, dass die höheren Einkommen, die sozusagen von den Gewerkschaften in den 70ern durchgesetzt worden sind, eigentlich die Menschen dazu in die Lage versetzen sollten, sich Dinge zu leisten, die vorher wenigen vorbehalten waren. Nun stellt sich aber heraus, dass eben diese höheren Einkommen solche Dinge unerschwinglich machen, weil manche Berufe schlicht vom Markt gepreist worden sind. Das heißt also, ja, wir können uns nicht mehr leisten, wenn weniger Menschen ein höheres Arbeitseinkommen erhalten. Und das ist in den letzten Jahren auch relativ deutlich geworden, da die mittleren Einkommen unserer Gesellschaft, also sozusagen die Durchschnittseinkommen, deutlich gesunken sind. Und das, obwohl wir immense Wertzuwächse weiterhin produzieren. Das heißt also, weniger Menschen in unserer Gesellschaft können sich die Produkte und Dienstleistungen erlauben, obwohl wir eigentlich immer mehr produzieren können. Und entsprechend, ja, sozusagen sieht man, dass der protestantische Arbeitsethos uns eigentlich als Menschen ja nicht ausreichend honoriert. Und wir könnten eigentlich sozusagen wesentlich mehr davon profitieren, wenn wir uns andere Organisationsformen als diese Orientierung an der Arbeit erlauben würden. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist da eigentlich das einzige Konzept, was mir bisher über den Weg gelaufen ist, was dazu helfen kann. Ja, vielleicht ein kurzes Fazit über die humanistischen Fortschritte durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Erstens, ein bedingungsloses Grundeinkommen hebt zahlreiche Menschenrechte auf die notwendige Ebene der Bedingungslosigkeit. Dann zweitens, ein bedingungsloses Grundeinkommen ein bedingungsloses Grundeinkommen widersetzt sich dem inzwischen vollkommen irrationalen protestantischen Arbeitsethos. Und drittens, ein bedingungsloses Grundeinkommen stellt eine gerechte Verteilungsbasis her, auf der zusätzlich mehr Freiheit ermöglicht wird. Ja, das war es soweit von mir. Sie dürfen sich gerne noch bei uns am Stand über das Grundeinkommen weiter informieren. Falls ich Sie überzeugt haben sollte, würde ich mich auch freuen, wenn Sie die Europäische Bürgerinitiative zum Thema mit unterstützen. Das können Sie auch bei uns am Stand machen oder auch gerne sonst im Internet. Und ja, ich freue mich auf eventuelle Fragen. Ja, vielen Dank. Ich konnte mich jetzt natürlich auch nicht besonders auf das Thema vorbereiten, aber ich würde einfach mal sehr konkret fragen. Grundeinkommen heißt ja eben nicht, dass man sich, nehme ich jetzt mal an, mit dem Begriff des Hartz-IV-Einkommens abfinden will. Es ist ja in Deutschland in der Regel so, dass man sagen kann, es gibt wenig Menschen, die gar keine Einnahmen haben, aber sie kriegen das Geld natürlich mit einem Begriff versehen, der eigentlich ein Stück weit diskriminierend ist, oder? So meinen Sie das ja, ne? Sie meinen also ein Menschenrecht darauf, und zwar nicht, dass man als arbeitslos definiert wird, sondern einfach aus ja, welchen Gründen man nicht arbeitet, um sich zu erholen, um sich anderen Dingen zu widmen. Also ich hätte es gerne jetzt etwas konkreter.
Ja, also vielleicht da nochmal Erich Fromm. Erich Fromm hatte in seinem Text psychologische Aspekte eines garantierten Einkommens beschrieben, dass sozusagen die Mächtigen in einer Gesellschaft grundsätzlich durch das Schreckgespenst des Nichternährens, der, also sozusagen der Notwendigkeit, eine Lebensgrundlage zu verdienen, bereits den Menschen sozusagen beeinträchtigt in seiner freien Entfaltung. Und daraus ergibt sich dann logischerweise, dass es nichts damit zu tun hat, ob jemand arbeitslos ist, sondern, wie ich zu Beginn gefragt habe, wird der Mensch erst Mensch, weil er arbeitet? Das würde ich sozusagen verneinen wollen. Also es ist im Grunde um die Tatsache, ob man arbeitet, nicht der Dreh- und Angelpunkt des Wertes ist, ne, wie das ja bei der Arbeitsethik des Protestantismus gesehen wird, sondern dass es eben andere Werte gibt, nämlich zum Beispiel das Menschenrecht, einfach ein Grundeinkommen zu haben. Genau, und aus dieser Sicht soll das Menschenrecht grundsätzlich halt vorrangig gesehen werden, also bevor überhaupt über Arbeit und Tätigkeit nachgedacht wird. Also ich könnte jetzt natürlich noch weiter fragen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch im Publikum Fragen sind. Hier vorne sind mehrere Wortmeldungen. Ich kann ja meinen... Hallo, ist es an? Ja. Gibt es eine konkrete Vorstellung in der Höhe dieses Grundeinkommens? Also wie hoch soll dieses Grundeinkommen sein? Was streben Sie da an? Also ich persönlich würde mir vorstellen, dass es um die 800 Euro liegt, aber da gibt es sehr viele verschiedene Vorstellungen. Also es gibt Leute bei uns im Netzwerk, die meinen, 500 Euro würden ausreichen, andere, die fordern 1.500 bis 2.000 Euro, was ich dann wiederum für unrealistisch halten würde. Hallo? Okay, ja, Mikro ist an. Ja, also zuerst würde ich einfach gerne sagen, eigentlich finde ich Grundeinkommen dann keine schlechte Idee. Und ein Teil von meiner Frage wurde eben gestellt, im Sinne von, wie das ganze Grundeinkommen sich darstellen sollte. Eine Frage, die ich stellen wollte, einfach ist, wie bereit Sie meinen, die allgemeine Volk ist, ein Grundeinkommen von was auch immer zu akzeptieren, weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass auf beide Seiten gibt es vielleicht eine gewisse Einstellung, dass es unfair wäre, wenn ich, was weiß ich, 80 Stunden im Woche arbeiten muss, dass ich genau dasselbe kriege wie jemand, die nur 20 Stunden mal die Woche arbeitet oder was auch immer. Und ich einfach gerne Ihre Meinung dazu wissen möchte. Naja, vielleicht vorweg, das Grundeinkommen soll natürlich nur als Grundeinkommen dienen, also sozusagen das, was momentan über die Arbeit sozusagen verteilt wird, soll nicht komplett wegfallen. Es soll jeder die Möglichkeit haben, was dazu zu verdienen und entsprechend ja, es ist nicht so gedacht, dass jeder das Gleiche bekommt. Also für 80 Stunden Arbeit sollte man auch in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen noch Geld verdienen. Grundsätzlich, was die Akzeptanz betrifft in der Bevölkerung, weiß ich, dass solch bedingungslos ausgezahltes Geld, wenn es einmal etabliert ist, Zustimmungsraten in anderen Ländern von 70-80% bekommen haben. Das heißt also, die Menschen möchten ungern einmal bedingungslos ausgezahltes Geld wieder abschaffen. Und entsprechend glaube ich auch, wenn wir genügend Aufklärung über das Thema betreiben und möglichst viele Menschen informieren, dass man zumindest an solche Raten von 70-80% Akzeptanz in der Gesellschaft herankommen kann. Aber es ist natürlich noch ein weiter Weg. Ja, ich wollte noch einen Hinweis geben, gerade zu der Frage, die gerade kam. Also es ist ja, was man nicht vergessen darf, heute bekommen ja viele schon Grundeinkommen, nämlich alle, die arbeiten, über den Steuerfreibetrag, nämlich genau die Höhe des Existenzminimums, also was sind 600 irgendwas Euro. Aber das bekommen eben nur die, die arbeiten, als eben Steuerfreibetrag. Und die nicht arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, bekommen eben im schlimmsten Falle Hartz IV, was eben nicht bedingungslos ist. Ne? Also insofern gibt es heute ja schon eigentlich ein Grundeinkommen und das wird ja letztlich, stellt sich da ja auch keiner die Frage, ja, warum ich neide das dem anderen. Ja? Also es ist eigentlich eher eine Ausweitung von dem, was wir heute schon haben. Und in der Schweiz
wird ja gerade, werden Unterschriften gesammelt für eine Volksabstimmung für ein Grundeinkommen. Und es sieht auch sehr gut aus, also von wegen der, wie sich die Bevölkerung, wie sie dazu steht. Also es sieht so aus, dass sie das Quorum erreicht wird, um sozusagen dann eine tatsächliche Volksabstimmung in den nächsten 2 Jahren durchzuführen. Also das wird ganz spannend, das eben auch zu beobachten. Ich muss einfach nochmal fragen, also Grundeinkommen würde ja bedeuten, dass jeder, ob er nun arbeitet oder nicht, sozusagen dieses Grundeinkommen gesichert hätte. Und dass es dann, also würden auch die Leute, die ihr Kapital arbeiten lassen, also würde man sagen, das bekommt jeder. Ja, also es soll jeder bekommen, einfach aus dem Grund, dass jeder sozusagen auch das Recht haben soll, in einer Gesellschaft, wo Arbeit nicht mehr derart notwendig ist, dass jeder 40 Stunden oder mehr arbeitet, auch die Möglichkeit hat, selbst wenn er momentan viel arbeitet, damit aufzuhören. Und Menschen, die das Kapital für sich arbeiten lassen, sind eigentlich das beste Beispiel. Normalerweise würde ich behaupten, die Menschen, die viel Kapital haben, sind in unserer Gesellschaft durchaus produktiv. Und wenn alle Menschen sozusagen das Kapital als Grundlage ausgezahlt bekommen würden, gehe ich davon aus, dass auch viele Menschen produktiver in der Gesellschaft tätig werden können. Ja, also, ja. Also ich mache mir jetzt mal ein ganz naives Bild. Ich komme auf die Welt als neugeborenes Menschenkind. Ich kriege ein Grundeinkommen. Das ist so, wie wenn mir meine Eltern ein Taschengeld geben. Aber das sieht jetzt anders aus. Und jetzt, wie werde ich groß? Da wird sich mein Leben ganz anders entwickeln. Ein Kind, was also jetzt wöchentlich so und so Taschengeld überlegt, was kann ich damit machen, wofür... Was kann ich ausgeben, um lustig und fröhlich zu sein? Worauf kann ich sparen, dass ich was Größeres anhäufe? Also das heißt, der ganze Werdeweg wird ein ganz anderer werden. Hat man solche Dinge schon mal überlegt? Ich meine, es ist jetzt naiv zu fragen, ab welchem Alter. Ich sag mal, ab meiner Geburt. So, und jetzt kann man weiterdenken. Ja, also ein Grundeinkommen sollte definitiv ab der Geburt ausgezahlt werden. Es gibt durchaus Leute, die die Überlegung anstellen, ob Kinder im Kleinkindalter weniger Grundeinkommen benötigen würden, sozusagen als ein Mensch, der sozusagen an der Gesellschaft in verschiedenen Weisen teilnimmt und ein Kind muss letztlich nicht mehr als Essen und Windeln etc. haben, aber unabhängig davon möchte ich jetzt nicht die Frage der Mündigkeit diskutieren. Also es sollte schon so aussehen, dass Eltern für die Kinder, zumindest im Kleinkindalter, das Grundeinkommen erhalten. Und dann kann man sich überlegen, ab welchem Alter man wie viel vom Grundeinkommen an das Kind persönlich auszahlt und ihm sozusagen damit auch dann den Umgang mit Geld vielleicht ein bisschen früher näher zu bringen als heute. Fragen? Ja. Wer soll das denn jetzt bezahlen, dieses Grundeinkommen? Und woher soll diese Instanz, die das Grundeinkommen bezahlt, das Geld nehmen? Ja, also momentan kann ich vielleicht als Zahl nennen, sie gibt der deutsche Staat ca. 750 Milliarden an Sozialleistungen aus. Da sind dann die Sozialversicherungen enthalten. Mit 750 Milliarden könnten wir ca. ein Grundeinkommen von 750 Euro pro Bürger finanzieren. Dazu müsste man dann natürlich alle anderen Sozialleistungen abschaffen. Ob das gewünscht ist oder nicht, ist dann wiederum eine weitere politische Frage. Aber das ändert dann nicht sozusagen die Tatsache, dass man ein Grundeinkommen als Menschenrecht verstehen sollte. Und man muss sich dann vielleicht vor Augen führen, dass wir momentan eine soziale Sicherung in der Gesellschaft haben, die darauf basiert, dass wir den Lebensstandard der einzelnen Menschen absichern wollen. Und man muss sich vor Augen führen, dass man mit einem Grundeinkommen halt eine Grundsicherung vor die Lebensstandardabsicherung stellt und entsprechend ja, also die Finanzierbarkeit ist eigentlich kein großes Problem. Also Herr Schäuble redet gerade von einer Billion sozial
sozialer Kosten im Finanzhaushalt. Also so viel braucht man für ein Grundeinkommen noch nicht mal. Der Matthias hat es eben schon kurz erwähnt, ein Steuerfreibetrag, da geht's los. Es gibt zahlreiche Subventionen im Steuersystem. Man kann sich auch überlegen, Steuern zu erhöhen. Also es gibt immens viele Möglichkeiten, wie man sich sozusagen an den Betrag herantastet. Noch eine Frage, was heißt das dann für die Krankenversicherung? Also wie sind dann so Krankheitskosten mit abgedeckt? Letztlich ist das eine Frage, die auch unabhängig von einem Grundeinkommen zu sehen ist. Man kann sich, also der Betrag steht ja nicht fest, also der muss ja in einem politischen Prozess erst ermittelt werden und sozusagen selbstverständlich kann man davon ausgehen, dass ein Grundeinkommen höher sein muss, wenn damit medizinische Versorgung abgedeckt wird und andersrum der Grundeinkommensbetrag niedriger sein kann, wenn sozusagen die medizinische Versorgung weiter eine Kollektivleistung bleibt. Da muss man sich überlegen, ob man die Mündigkeit vom Bürger so hoch einschätzt, dass er sozusagen das Recht bekommt, sich nicht gegen Gesundheitsrisiken abzusichern. Aber das ist dann eine andere Frage als das Grundeinkommen selber. Also wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber ich finde eben auch, da stellen sich viele Fragen. Es gibt ja zum Beispiel die Grundsicherung für Rentner, die eben eine Rente haben. Das heißt da eben auch nicht Hartz IV, sondern Grundsicherung, weil das ein wenig weniger diskriminierender Begriff ist. Aber diese Grundsicherung wird ja geleistet plus Miete plus Krankenversicherung, weil es ja auch ein Menschenrecht ist auf Wohnung und auf Krankenkasse. Und das wäre für mich so die Frage, würde man wirklich sagen, es gibt die Grundsicherung durchaus in der Höhe, in der beides enthalten ist und es ist das Recht jedes Einzelnen zu sagen, ich gebe was für meine Krankheit, für meine Gesundheit aus oder ich habe eine Wohnung oder ich lebe auf der Straße, kollidieren da nicht schon wieder Rechte miteinander? Also ich meine, wie kriegt man das wirklich gerecht hin und auch so, dass wirklich die Menschenwürde bewahrt wird? Denn darum geht es ja eigentlich, ne? Ja, also wenn ich medizinische Versorgung und das Recht auf Wohnen als Recht verstehe, dann heißt es nicht, ich habe die Pflicht zu wohnen und mich gesund zu machen, wenn ich krank bin. Also dementsprechend kann man das durchaus überlegen, ob solche Dinge in ein Grundeinkommen mit eingerechnet werden sollen oder nicht. Ich wäre der Meinung, man sollte sich zumindest auf weiterhin kollektive medizinische Versorgung einigen, aber wenn die so aussieht wie heute, weiß ich auch nicht, ob das ein sinnvolles Konzept sein kann. Ja, ich denke, ein spannendes, nicht ausdiskutiertes Thema.